Servus meine Freunde, schön, dass ihr damit bei seid bei einem neuen Video. Und ihr habt es in der Beschreibung gesehen, es geht um Camping, genauer genommen ums Wildcampen. Wo ist es erlaubt, ab wann ist es Wildcampen und wie könnt ihr es auslegen, damit es kein Wildcampen ist und ihr keinen Ärger bekommt? Ich war auch nicht alleine campen, sondern mit dabei waren Pascal und Leon. Richtig gehört, waren, Vergangenheit. Wir waren nämlich schon campen. Also eigentlich, wenn ihr die Videos guckt, ist es immer Vergangenheit, es sei denn, wir machen Livestream. Aber das Video war eigentlich ganz anders geplant. Eigentlich wollte ich das mitfilmen, wie wir campen, wie wir das Camp aufbauen und euch da die passenden Informationen zu geben. Denn Wildcampen ist nicht gleich Wildcampen. Und wenn ihr auf ein paar kleine Details achtet, könnt ihr sogar legal in der Natur übernachten. Doch leider hat mir die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht und der Ton wurde nicht mit aufgenommen. Deswegen sieht es gleich ein bisschen verwirrend aus, wenn ich wild gestikulierend mit den Händen rumfuchtel, aber ihr einen ganz anderen Ton hört. Denn wir gucken uns gleich einfach einen Zeitraffer an von unserem Campaufbau und ich bringe euch in der Nachvertonung einfach die passenden Informationen. Wo ist die Grenze zwischen illegalen und legalen? Genau das seht ihr in diesem Video. So, als erstes, als wir ankamen, hieß es erst einmal Camp aufbauen, bevor wir zum angenehmen Teil des Abends kommen konnten. Und da es Freizeit ist, gehörte ein Bierchen natürlich dazu. Denn einen idealen Stellplatz brauchten wir uns ja nicht mehr zu suchen. Den hatten wir uns schon einige Tage zuvor ausgeguckt. Und ich möchte an dieser Stelle extra das Wort Stellplatz erwähnen, der dafür ausgewiesen ist, hier campen und grillen zu dürfen. Denn das Projekt, was wir hier heute vorhaben, mit einer Folie zwischen zwei Autos als Unterstand zu spannen, beziehungsweise zwei kleine Folien zu einer großen Folie zusammenzukleben, weil wir keine große Folie mit haben, und als Unterstand zu nutzen, bekommt man definitiv nicht mehr als Freistehen ausgelegt. Und wo genau der Unterschied ist zwischen Freistehen und Wildcampen, möchte ich euch in diesem Video etwas genauer erklären, damit ihr nicht auf teure, überfüllte Campingplätze angewiesen seid. Ich sagte ja schon, das Video war eigentlich ganz anders geplant. Jeder hatte so seine Hauptaufgabe, mit der er sich beschäftigen wollte. Leon wollte sich um den Unterstand kümmern und diesen mit meiner Hilfe zusammen aufbauen. Da gab es auch erst unterschiedliche Ideen. Ich wollte den Bulli einfach um 90 Grad drehen, um die Längsseite vom Bulli zu nutzen. Dann wäre nämlich die Seitentür gleich mit überdacht gewesen. Und wenn man die Längsseite verwendet hätte, bräuchten wir nachher den Bulli nicht mit Stöckern wieder verbreitern, wie ihr später noch seht. Aber gut, wir hatten gesagt, dass wir das nach seinen Vorstellungen aufbauen und so schlecht war es letztlich ja auch nicht. Und eine Folie zwischen zwei Autos zu spannen und diese als Zelt zu nutzen, waren wir uns ja ohnehin schon einig. Und meine Aufgabe war es ja auch, euch ein wenig über die Gesetzeslage zum Thema Wildcampen zu erzählen. Was tonmäßig dann ja leider nicht geklappt hat und ich es jetzt hiermit nachhole. Während Pascal sich um die Kamera gekümmert hatte, wo ich jedoch auch einige Teile von wegschneiden musste. Weil es halt in Zeitraffer ziemlich komisch aussah, ohne Ton. Zumindest, wenn es zu viel ist. Ein wenig seht ihr es ja gleich noch. Zunächst einmal gucken wir uns an, was hier in Deutschland alles erlaubt ist. Aber Achtung, das Ganze kann in anderen Ländern schon wieder ganz anders aussehen. Und ihr kennt das Spiel. Dieses hier ist keine Rechtsberatung, da ich kein Anwalt bin, sondern lediglich eine Informationssammlung nach meinem heutigen Kenntnisstand. Das bedeutet, jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Ihr bekommt aber in diesem Video einige Aspekte in der Hand, wonach ihr googeln könnt und euch im Notfall auch berufen könnt, wenn Ärger wegen Wildcamperei droht. Voraussetzung, ihr habt einige Kleinigkeiten beachtet. Also, fangen wir vorne an. Es ist grundsätzlich erlaubt, in einem Fahrzeug zu übernachten. Hierbei spielt es keine Rolle, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Ob Twingo, Caddy, Bulli, LKW oder auch ein richtiges Wohnmobil. Überall, wo ihr mit eurem Fahrzeug parken dürft, dürft ihr auch drin übernachten. Es gibt nur ein paar wenige Parkplätze, wo es dann nicht erlaubt ist. Diese müssen dann aber extra beschildert sein mit hier kein Wohnmobil oder Wohnwagen. Das seht ihr des Öfteren an Parkplätzen von Bundesstraßen. Das hat dann aber meist eher den Hintergrund, weil dort des Öfteren Prostitution in Wohnwagen oder Wohnmobil betrieben wurde, was da dann nicht so erwünscht war. Aber wenn ihr die StVO beachtet, kann euch nichts passieren und ihr bewegt euch auf den legalen Weg. Und ganz ehrlich,
Auf so einem Parkplatz an einer Bundesstraße möchte man ja auch gar nicht übernachten. Wie ihr die besten Parkplätze findet, erzähle ich euch gleich noch. Sprechen wir erst einmal über das, was ihr nicht dürft. Nämlich in dem Moment, wo ihr ankommt, die Markise von eurem Wohnmobil ausfahrt oder Tische und Stühle draußen hinstellt, kann das als Wildcampen gewertet werden und wäre somit verboten. Also diese Versionen, wie wir sie hier aufbauen mit Folie, bekommt man definitiv nicht mehr als freistehend deklariert. Bei einem Wohnwagen muss man nicht das Zugfahrzeug angehangen bleiben, bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Ihr dürft jedenfalls nicht mit Stützrad runter und Stützen das Ding jetzt ausgerichtet in Waage dahinstellen. Andersrum, wenn ihr bei einem Wohnmobil mit Auffahrkeilen arbeitet, es ist ja nicht verboten, gerade zu parken. Es ist nicht immer ganz leicht, sich durch diese Gesetzeslücken durchzumogeln, um die Grauzonen auszunutzen. Was aber auf jeden Fall erlaubt ist, ist sich mit einem Stuhl im Wald oder am Waldrand bzw. an Wasser zu setzen. Sprich, wenn ihr einen schönen Platz findet, dann parkt doch einfach in der unmittelbaren Nähe, wo es noch erlaubt ist zu parken. Schnappt euch Tisch, Stühle oder was ihr sonst noch so benötigt und geht 50-60 Meter weiter weg vom Fahrzeug, sodass kein direkter Zusammenhang besteht. Und schon seid ihr auf der sicheren Seite und zum Schlafen zieht ihr euch später einfach zurück in euer Fahrzeug. Denn Schlafen im Fahrzeug ist ja erlaubt. Eine weitere Möglichkeit des Wildcampens in Anführungsstrichen ist es, sich die Erlaubnis von jeweiligen Eigentümer der Fläche einzuholen. Gut, es ist nicht immer ganz einfach, von einem schönen Platz den jeweiligen Besitzer auffindig zu machen. Aber wenn ihr durch eine schöne Berglandschaft fahrt oder auch am Wasser entlang, je nachdem, was ihr so bevorzugt, dann fragt doch im nächsten Ort einfach mal bei einem Landwirt nach. Selbst wenn denen der Platz nicht direkt gehört, wissen die oft, wer in den umliegenden Gebieten der richtige Ansprechpartner ist und können euch vielleicht sogar Alternativplätze anbieten. Und wenn ihr da offiziell gefragt habt und die wissen, wer ihr seid und was ihr vorhabt, dass ihr da keinen Schaden anrichtet, kein Getreide oder Gras plattfahrt, kein Müll hinterlasst, dann stellt das in der Regel auch kein Problem dar. Zu dem Thema Müll möchte ich gleich auch noch ein paar Sätze sagen, aber erst einmal, wie könnt ihr die besten Stellplätze finden? Also für ausgewiesene Stellplätze, wie wir hier auf einen stehen, gibt es natürlich zahlreiche Apps. Einige ganz gut, andere weniger gut. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen. Ich packe euch einfach mal ein paar unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann auswählen, was so eure Bedürfnisse sind. Ob mit Strom, ohne Strom, mit Wasser, ohne Wasser, WLAN, ja, nein oder Feuer machen erlaubt oder nicht. Die allgemeinen Suchfilter halt. Ein ganz großer Nachteil solcher Apps sind natürlich, dass die Plätze relativ bekannt sind und ihr nicht davon ausgehen könnt, dass er hier alleine steht. Nebenbei sind natürlich auch hier offizielle Campingplätze aufgelistet. Die fallen aber in aller Regel raus, sobald ihr hier nach kostenlosen Stellplätzen ausfiltert. Ist ja klar, die wollen ja auch ihr Geld verdienen. Dennoch gibt es zahlreiche kostenlose Stellplätze, wo es auch Wasser und Strom gibt. Weiterhin sollte natürlich jeder, der einen Führerschein hat, auch in der Lage sein, einen Parkplatz zu finden. Ob der sich jetzt zum Übernachten eignet, bleibt ja jedem selbst überlassen. Also meine Favoriten sind auf jeden Fall Waldwanderparkplätze. Die gehen eigentlich immer. Schöne Umgebung, meist ein wenig abseits. Gut, am Wochenende tagsüber kann hier einiges los sein, aber nachts hat man hier auf jeden Fall seine Ruhe. Da wandert ja keiner. Oft gibt es auch bei Freizeitanlagen schöne Stellmöglichkeiten, wie bei Sportplätzen oder Freibädern. Kommt natürlich auch immer auf Wetter und Saison an, ob ihr da Ruhe habt oder ob da der Bär tobt. Wenn ihr ganz sicher sein wollt, dass kein anderer kommt, dann heißt es selbst suchen. Hierfür kann Google Maps äußerst hilfreich sein. Einfach mal in schönen Gebieten nach Straßen Ausschau halten, die im Nichts enden. Auch schon oft gesehen habe ich, dass sich Leute auf Parkplätzen von Friedhöfen stellen. Das sind zwar öffentliche Parkplätze, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Mein Ding ist das jetzt nicht so. Ganz Geritzte organisieren sich sogar das Wasser über den Friedhof. Ist jetzt sicherlich nicht ganz so im Sinne des Erfinders und könnte in Härtefällen, glaube ich, sogar als Diebstahl gewertet werden. Aber gut, für den Notfall mal ganz gut zu wissen. Allgemein Fair und Entsorgung, Thema Müll. Ich habe es ja eben schon angesprochen, ein großes Thema, insbesondere beim Wildcampen. Ich möchte mich jetzt hier auch gar nicht als Moralapostel aufspielen, steht mir auch gar nicht zu. Denn ich selbst verhalte mich nicht immer optimal, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Das heißt nicht, dass ich Müll überall rumliegen lasse und die Plätze dreckig und vollgemüllt hinterlasse. Ganz im Gegenteil, mein Kumpel hat letztes Mal sogar noch mehr Müll aufgesammelt, der gar nicht von uns kam, sondern im Vorfeld schon da lag. Das fand ich eine so super Aktion, dass ich mich direkt dran beteiligt habe. Ich habe aber auch im gleichen Moment drüber nachgedacht,
warum ich das überhaupt mache. Und die Antwort war schnell gefunden, weil man sich in dem Moment ein Stück weit verantwortlich für den Platz fühlt und ihn ja auch wieder sauber für den Nächsten hinterlassen möchte, wenn man schon kostenlos in der Natur übernachtet. Ich bin aber ganz ehrlich, an anderen Orten, wo man jetzt nur kurz parkt bzw. ohne Camping grillen und so, da habe ich auch schon haufenweise Müll gesehen und ihn nicht eingesammelt. Warum? Weil man sich in dem Moment einfach nicht dafür verantwortlich sieht. Und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Wenn da der ein oder andere umdenken würde und das lernen würde, ich eingeschlossen, dann wäre das schon eine coole Aktion. Auch Müll von anderen zu entsorgen. Und entsorgen ist ja auch wieder so ein Begriff, wo man sich drüber streiten kann. Ich finde, wenn man Müll in einen öffentlichen Mülleimer tut, falls vorhanden, dann ist das okay. Denn es ist ja Müll, der unterwegs angefallen ist. Ihr entsorgt da ja kein Haushaltsmüll von zu Hause. Einige Leute denken da zwar auch anders drüber nach, aber letztlich, dafür gibt es solche öffentliche Mülleimer ja. Problematisch ist es, wenn kein Mülleimer vorhanden ist. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo ich vorhin gesagt habe, dass ich mich auch nicht immer optimal verhalte. Jetzt verlassen wir nämlich meinen heißgeliebten Grauzonenbereich und wechseln im Tiefschwarzbereich. Denn das ist letztlich die Farbe, die der Müll am Ende hat. Jetzt wird es schwierig, hier in der Öffentlichkeit so zu sprechen, dass man sich nicht um Kopf und Kragen redet. Aber ich glaube, ihr habt das schon verstanden. Für alle anderen, ihr kennt bestimmt folgende Situation. Ihr seid fertig mit Essen. Das Lagerfeuer brennt. Oder nee, Lagerfeuer ist das falsche Wort. Nennen wir es Grillfeuer. Das Grillfeuer ist noch am Brennen. Es kommt Wind auf. Und eure gebrauchten, in der Nähe gelagerten Pappteller fangen plötzlich Feuer. Ja, ne? Was wollt ihr machen? Also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ich möchte hier nicht dazu aufrufen, zu einer Müllverbrennungsaktion oder dessengleichen. Aber wenn ihr einen kleinen Rahmen, und kleinen Rahmen meine ich Pappteller, Becher, meinetwegen noch Verpackungsreste vom Fleisch, thermisch entsorgt, in einer dafür vorgesehenen Feuerstelle, ist das noch tausendmal besser, als den Müll einfach in der Natur rumfliegen zu lassen. Da mag vielleicht der ein oder andere auch eine andere Meinung drüber haben, aber ich persönlich finde das okay. Und für die ehrliche Meinung dürft ihr auch ruhig mal einen Daumen nach oben geben. Sicherlich, einige Öko-Fuzis werden jetzt sagen, ja, aber die giftigen Dämpfe und Gase ziehen ja alle in der Atmosphäre. Das kann man natürlich nicht von der Hand weisen. Aber der Anteil, der ist so gering, da packt euch erstmal an die eigene Nase. Jeder, der 2-3 Mal in Urlaub fliegt, in was weiß ich für Länder überall oder eine Kreuzfahrt quer über den Ozean, da ist das bisschen Qualm vom Lagerfeuer, beziehungsweise Entschuldigung, Grillfeuer, ja mal gar nichts gegen. Also, leben und leben lassen. Jeder von uns hat sein eigenes Paket zu tragen. Apropos Grillfeuer, Jungs, wie läuft's eigentlich mit dem Grillaufbau? Das sieht doch schon gut aus. So, hier noch ein paar Anweisungen vom Meister. So geht das. Aha, ja, aha. Und dann kann's losgehen. Nee, so nicht, das ist nicht fachmännisch. Auf gar keinen Fall nachmachen. Da gucken wir lieber die Schiffe auf der Weser an. Und, wie sieht's aus? Ah, immer noch gefährlich. Da würde ich sagen, ich habe jetzt auch genug geredet. Idealerweise nehmt ihr natürlich wieder abwaschbares Geschirr, so wie wir diesmal auch, damit erst gar nicht so viel Müll entsteht. Bis zum nächsten Mal, eurer Hypno-Hilke.